ein Match. Der zum Million-Dollar-Man gehörende Bam Bam Bigelow, das Beast from the East, hat es mit Duke the Dumpster Drossi zu tun. Match, The Beast from the East, du hast gesagt, Carsten, gegen den Müllmann. Da hat er eine ganze Menge Müll wegzuräumen, genau gesagt, 181 Kilo, wenn die Angabe wirklich so genau stimmen sollte bei Bam Bam. Ja, das stimmt. Tut Drossi allerdings in keiner Weise Bam Bam unterlegen. Er ist nicht ganz so schwer, dafür aber größer. Und vielleicht noch eine kurze Durchsage. Gerüchteweise haben wir gehört, dass Duke Drossi im Dezember auf das World Wrestling Federation Special auf diese Tournee mitkommen soll. Da wollen wir doch mal ganz schnell noch die beiden deutschen Daten nennen. 2. Dezember Nürnberg, Frankenhalle. Und 7. Dezember Berlin, Deutschlandhalle. Also Duke Drossi soll dabei sein. Ich sage extra das unter Vorbehalt soll. Aber wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, wie wir auch in der heutigen Sendung einige Zuschauerfragen beantworten wollen, das ja, auf jeden Fall. Wie heißt das immer so schön, aus gut informierten oder wie üblich gut informierten Kreisen haben wir erfahren. Aber Duke gibt mir gerade Zeit, ganz wichtig, ich wollte mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die mir zum Geburtstag geschrieben haben. Hat mich sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es natürlich dann verspätet ankam, aber da ist die Freude dann umso größer. Ganz genau, ja. Die World Wrestling Federation Fans sind ja sehr, sehr treu, muss man ja sagen. Und auch die kleinen Geschenke, die wir immer mal wieder so bekommen, Sachen, die gebastelt oder gemalt werden oder was auch immer, fantastisch. So, jetzt allerdings erstmal weiter mit diesem Match hier. Und dann werden wir im Laufe der Sendung noch einige Zuschauerfragen beantworten. Die Geschenke von Bam Bam, die Dampfer sind eher größerer Art, etwas in Serie. Geht auch gleich so weiter. Wir haben oft genug, glaube ich, erwähnt, der Duke. Die gleiche Figur wie Adam Bomb und auf den wartet ja Bam Bam noch. Ganz genau. Aber es gibt natürlich einige World Wrestling Federation Superstars, die hier mit Bam Bam Bigelow sich messen wollen. Zum einen natürlich, weil Bam Bam Bigelow selbst ja eine Institution hier in der World Wrestling Federation ist. Zum anderen, weil er natürlich zum Million Dollar Man gehört. Und der ist ja nun nicht gerade so beliebt. Ja, da wollen einige auf den losgehen, also auf den Million Dollar Man. Und das geht natürlich jetzt nur noch über seine Schützlinge. Einer davon, wie gesagt, Bam Bam, der fleißig in letzter Zeit. Und auch Million Dollar Man, Ted DiBiase, gefällt, was der momentan anstellt. Ein herrlicher Back Suplex von Bam Bam gegen den Dumpster. Das bringen auch nicht viele zustande. Das Cover, da kommt er noch raus. Also das hätte ich nicht gedacht. Auch Bam Bam sieht so, sagt, das war doch bis drei. Ja, der Million Dollar Man schaut sich das Ganze mit großer Spannung an. Er ist sehr, sehr konzentriert. Er weiß ganz genau, dass Bam Bam Bigelow diesmal keinen Mann vor sich hat, der, sagen wir mal, leicht zu besiegen ist, sondern jemanden, den man wirklich niederringen muss. Jetzt allerdings scheint Ted DiBiase doch etwas zufriedener zu sein. Ja, das ist ja eine Methode, die er liebt. Bei ihm ist das Lieferhold. Bei Bam Bam eine etwas andere Variante, aber es sieht so aus, als käme Duke Drossi hier nach oben. Jawohl. Er scheint sich befreien zu können, nimmt Anlauf. Aber da hat er nicht genau Bam Bam Bigelow getroffen. Das heißt, er ist also seitlich auf ihn zugelaufen, nicht frontal. Da brauchte Bam Bam nur noch das Knie auszustrecken und Duke Drossi über die Klinge springen zu lassen. Schön, wie du das sagst, nur noch das Knie ausstrecken. Ja, gut. Bei diesem Brocken, der war auch knapp 130 Kilo. Ja, du darfst nicht vergessen, Günther, wir zwei wiegen zusammen ein gutes Stück weniger als Bam Bam Bigelow. Also für ihn ist das eine etwas leichtere Aufgabe, als man sich das gemeinhin vorstellt. Das stimmt, der muss wirklich nur das Bein hinhalten. Natürlich gehört da auch das Timing und die Technik, aber die hat er natürlich, wie bei diesem Shoulderblock wieder zu sehen. Ja, Duke Drossi natürlich noch ein recht unerfahrener Mann, während Bam Bam Bigelow mit Sicherheit zu den erfahrensten überhaupt gehört. Da allerdings hat er nicht aufgepasst, hat Duke Drossi unterschätzt, fängt sich an Power Slam ein und fast die Niederlage. Aber eben nur fast und jetzt wird er gewarnt sein, aber Duke Drossi macht weiter, muss aber aufpassen.
Und den wäre es auch nicht zu unterschätzen. Ja, und natürlich, der Million-Dollar-Man, man weiß ja nie, ob der nicht vielleicht eingreift. Ganz genau, auf den sollte man im Auge behalten. Ein guter Tipp für den Neuling. Da geht er schon nervös auf und ab, Ted DiBiase. Oh, ein Fehler von Duke Josi. Er hatte beim Bigelow gecovert und lässt sich von Ted DiBiase, dem Million-Dollar-Man, ablenken. Aber da hat er sich von den Zuschauern warnen lassen, beziehungsweise hat erahnt, also so viel Erfahrung bringt er schon mit, hat sich wahrscheinlich auch Kämpfe dieser beiden angesehen. Naja gut, wer als Müllmann den Dreck wegräumt, der ist mit Sicherheit auch dreckigen Tricks gewachsen. Da allerdings hat sich Duke Rosie verschätzt. Bam Bam Bigelow rollt ihn ein, covert ihn und trägt einen Sieg davon, der eigentlich schon nach einer...